The Forest of Elwynn is a strategic key to securing the borderlands. An outpost near the southeast edge of the forest will serve as your stronghold. The king has assigned one of his knights to aid you, so that your task of ridding the area of Blackhand's dark minions may be more readily completed. Sehr schön. Das heißt, wir bekommen jetzt unseren ersten Ritter. Ob wir sie bauen können, weiß ich noch nicht. Oder ausbilden viel eher. Das wird sie noch zeigen für den Moment. Naja. Oh, das sah schön aus. Gut. Da ist er. Der gute knickt. Okay, ich sehe keine Mine. Und da oben. Oh, die ist aber ein bisschen weit weg, oder? Kann das sein, dass die ein bisschen sehr. Boah. Sehr weit weg ist. Moment, was ist jetzt mit der Kamera? Ich habe das Ganze auch ein bisschen. Genau. Ein bisschen verändert. Und ich hoffe mal, dass es funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Leider kann man die Musik zwar leiser machen, aber dieses komische Getrommel bleibt immer gleich. Das ist sehr merkwürdig. Ja, jetzt schauen wir mal, Restart. Ne, brauchen wir nicht. Genau. Ich werde mich jetzt auch auf das. Auf die Menschenkampagne erstmal fokussieren. Ich werde also noch nicht. Und ich werde nicht alles sozusagen machen, sondern mich wirklich nur darauf konzentrieren. Die Karte kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die. Da ist ziemlich viel Wald. Und ich meine, die ist ein bisschen. Da müsste ich nach oben schlängeln. Ich weiß nicht, ob sie auch Katapulte gibt, aber. Ich meine. Dass der Feind irgendwie wieder links oben ist. Ich meine. Ah ja, da ist es auch schon soweit. So, bitte mal alle schön draufhaken auf den Kollegen. Gut. Antwort ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Den Knight sollte ich vielleicht so ein bisschen am Leben erhalten. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es einen Sinn hat. Kann ich schon einen neuen bauen? Ja, ich kann einen neuen bauen. Naja, zumindest ist das Holz hier direkt am Start. Das ist auch schon mal ein kleiner Vorteil. Ich werde nur mal ein Stückchen vorpreschen. Ich glaube, hier, genau, hier müsste es hochgehen. Müsste es nach oben schlängeln. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ist auch schon ein paar Tage her. Ach, da geht's los. Sehr schön. Ja, ich glaube, damit wissen wir Bescheid. Ich hoffe nur, dass es auch tatsächlich. Oh Gott. Ah ja, die haben auch die Raider. Das ist natürlich nicht so gut. Vor allem. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich irgendwie am Leben erhalten muss. Den Kollegen. Ja gut, dann versuchen wir das Ganze mal so. Ja, hier könnte man eigentlich auch ein bisschen was weghacken, dass wir da gescheit hochkommen und nicht jedes Mal hier in der Ecke hängen bleiben. Oh ja, jetzt brauche ich Futter. Build Farm. Ja, komm. Machen wir gar nicht lange rum. Ach, intelligent. Ich habe hier noch einen zweiten. Footman, den sollte ich vielleicht auch noch dorthin stellen, da wo er gebraucht wird. Weil ich glaube, der hat es hinter sich. Den nehme ich auch direkt wieder zurück. So als, ja, letzten Schritt vielleicht. Schön, dass hier so ein Engpass ist. Und dass ich hier das Ganze gut blocken kann. So, wir haben die Möglichkeit, noch mehr zu bauen. Soll ich auf jeden Fall noch machen. Einfach mal die, ja, die Wirtschaft so ein bisschen zu, hochzudrücken. Na. Alles Klärchen. Jetzt haben wir hier zumindest mal so ein kleines Bollwerk. Ich hoffe mal, dass sie wirklich von da kommen. Naja, sie sind ja von da gekommen, von daher. Denke ich mal, gibt es nicht viel zu diskutieren. Wie gesagt, jetzt erstmal die Menschenkampagne. Und dann mal schauen. Aber im Grunde genommen. Im Grunde genommen ist es ja auch nur gespiegelt, deswegen. Ja, das ist natürlich nicht so gut, wenn die sich hier einmischen. Ich bräuchte einfach mehr Bogenschützen. Geh mal noch einen Meter vor. Gut, hier kommt der nächste Peon. Quatsch. Nicht Peon. Peon halt. Nein, das war nicht gut. Ja, ich meine, wie gesagt, das ist wie so ein S, die Karte. Und. Na. Versuche einfach mal so viel wie möglich vorher
zu blocken, dass hier nichts durchkommt. Das Ganze auch, man merkt es vielleicht, läuft ohne das obligatorische Gestotter, denn ich habe das Ganze ein bisschen abgegradet und habe jetzt vernünftigere Möglichkeiten, hier das Ganze aufzunehmen. So, jetzt habe ich 500. Eigentlich brauche ich hier noch einen weiteren Holzfäller, einen Holzhackerburm, weil ist besser aus. Jetzt mache ich hier mal ein bisschen Platz, dass ich hier arbeiten kann oder bauen, weil hier oben alles zuzukleistern ist natürlich nicht so clever, wenn sie hier hochlatschen müssen. 10.000, das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was erkunden, während ich hier ohnehin nichts zu tun habe mit dem. Ich hoffe mal, dass hier keine stationären Gegner sind. So, stimmt, wir sind bei H5, wenn ich das richtig sehe. Ein großes H wie Human. Man sieht's, die Orks habe ich schon entfernt. Das heißt, es wird hier erstmal nur das geben. So, jetzt die obligatorische Lumbermill-Baracke. Was braucht die noch gleich? 500 und 600. Genau. Das ist natürlich mal besonders intelligent. Ich wollte es gerade sagen. Genau, können wir auch gleich mal erkunden gehen. Ah, okay, alles klar. Halt, stopp. Dann Kommando zurück. Und hier ist die nächste Mine. Gut, also kohletechnisch sind wir, glaube ich, mal ganz gut dabei. So, ihr zwei. Halt, ihr zwei geht alle mal da runter. Jetzt müssen wir nur ein bisschen breiter das Ganze knüppeln. Dann geht es auch schon weiter. Kostet nur Geld, das ist aber okay. Also da hoch. Halt, du kommst zurück. Na gut, dann, na, wenn er schon mal hier ist, dann darf er auch noch mal ganz kurz was mitnehmen. Also, ich brauche... Ja, hier sieht man, sie latschen halt alle sonst wohin, weil sie hier nicht weiterkommen. Ist eigentlich auch verständlich, aber dass der das Ganze da abliefert, naja. Was mache ich da? Ich habe jetzt nicht allen Ernstes einen Holzfäller gerade hier weggezogen, oder doch? Nein, du bitte hier hacken. Na, diesmal nicht. Diesmal nicht, mein Junge. So, wenn das hier weg ist. Wo ist denn der? Habe ich nicht vier versehentlich irgendwie angewickelt oder so? Naja. Den nächsten Holzfäller, da ist er. Dann können wir hier auch was Feines bauen. Nämlich eine Build Barracks. So. Oh oh. Das könnte vielleicht ein bisschen schmerzhafter werden. Ja, ich schätze mal, der kommt auch so ein bisschen durch. Oder? Noch nicht. Okay. Das ist jetzt schlecht. Jetzt muss ich so langsam mal ranklotzen. Dann kann ich aber auch die Leute wieder zurückziehen, weil ist, glaube ich, sinnvoller, weil ich hier meine Soldaten gleich hochziehen oder aufbauen werde. Oder trainieren viel eher. Ausbilden. ich sag mal nichts mehr. Gut. Das würde 1.500 kosten. Ist vielleicht ein bisschen viel. Aber weil ich auch Holz über habe, ich würde sagen, erstmal ein Footman so als kleines Bollwerk. So, ich kann bauen. Jawohl, Stables. Ah, okay, okay, okay. Ich brauche 1.400. Ich glaube, das mache ich auch direkt. Stables, was bringen die? Ganz klar. Freude. Denn jetzt kann ich die Ritter bauen. Ah, ich würde vielleicht auch... Ja. Was brauche ich zuerst? Church oder... Oder Staple? Ich würde sagen Staples, ha? Huh? Also, na, wie heißt es? Staples sind Ställe, genau. Dann kann ich mich hier die niedlichen Pferdchen bauen. Und die sind ganz günstig. Ja, die Wirtschaft muss auf jeden Fall erstmal funktionieren, wie es halt in jedem Strategiespiel so ist. Ja, das funktioniert doch halbwegs. Dann kriegen wir die 10.000 raus. Da freut sich das Pferdchen. Das kosten die denn? Ich glaube nur Gold. Weil ich glaube kaum, dass man für die Pferde Holz braucht. Es sei denn, Steckenpferd. Wieso kann ich das nicht bauen? Brauche ich noch eine Blacksmith, eine Schmiede? Kann das sein? Gut. Also momentan sind wir noch gut dabei. Ja, was soll ich das bauen? Ja oder nein? Ich glaube nicht. Also hier können wir Pferdchen ausbilden. Der dürfte den doch jetzt gleich wieder hochziehen, oder? Den Kollegen? Ja, natürlich. Aber so ein Skelettchen hat halt nicht viel zu melden. Dann greifen wir einfach mit allem an, was wir haben. Einfach, dass hier mal Ruhe ist. Die können natürlich auch angreifen, aber nicht so doll, sag ich mal. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr von den Bogenschützen.
Ja, ich habe jetzt sowieso gerade ziemlich viel Gold. Deswegen. Naja. Wie sieht's aus? Futtertechnisch können wir noch ein bisschen was machen. Ja. Eine Kirche, dass wir die unsere Leutchen auch am Leben halten können. Jetzt brauche ich natürlich ein bisschen mehr. Das ist wieder typisch. Gut, dann nehmen doch noch einen zweiten Holzfäller. Your command. Den. Man könnte auch zwei Gruppen machen. So einen Viererblock, würde ich sagen, an Bogenschützen. Aber mit diesen 50 da oben, da können wir sowieso nicht viel anfangen. Schnellere Pferdchen. Ja, bringt halt nicht so viel. In der Schmiede wird es mehr bringen. Oder eine Schmiede würde mehr bringen, weil man dadurch dann die, ich glaube, Verteidigung und Angriffswerte standardmäßig verändern kann. Das hat sich ja bis zum Dreier auch so gehalten. Von daher, alles gut. Ich hoffe mal, dass ich nicht übersteuere, aber müsste eigentlich hinhauen. Naja. Wie, your command? Achso. Gerade eben sage ich es noch und eine Sekunde später schon vergessen. Ja, die Abwehr steht quasi. Das ist auch auf dem Maximum, das heißt, die hauen richtig schön rein. So, jetzt wollen wir mal schauen. Du baust mal was Feines und zwar eine, ja, Blacksmith. Einen Blacksmith, einen Schmied. Jetzt brauchen wir noch was anderes und zwar eine Kirche. Haben wir das? Ne, da brauchen wir 300 noch zusätzlich. Yes. Naja, 100 haben wir schon mal. Der Kollege holt dann den letzten Brocken. Muss halt gucken, nicht, dass der dann hier irgendwie Holzfällen geht, weil das ist ein bisschen weiter weg. Das brauchen wir natürlich nicht. Vielleicht da oben, dass wir dann besser an die Mine kommen. Denn eine Mine hält natürlich nicht ewig. So, 4 Stück. Das ist schon mal ganz ordentlich, vor allem, weil die jetzt richtig reinhauen. Vielleicht sollte ich mich aber erstmal auf die... Okay, es braucht nur Gold, sehr schön. Vielleicht auch erstmal auf die Geschichte mit der Abwehr konzentrieren, während ich mit denen halt den Angriff tätige und mit denen halt so als Bollwerk fungiere oder arbeite, die dann auch schön hochheile. Dafür brauche ich dann aber noch eine Kirche, genau. 500 und da haben wir sie auch schon zusammen. Und sie kommen wieder an mit irgendwelchen Kindereinheiten. Ja, von mir aus. Sollte ein bisschen aufpassen, aber jetzt haben wir 4 Stück. Die dürfen ja alles wegballern, was auch immer da kommt. Jetzt bräuchte ich aber mal so langsam. Ja. Noch habe ich ja keinen Bedarf. Ach ja. Ja, ich sehe es schon. Die nehmen eine andere Route. Das ist natürlich dann nicht so gut. So. Das ist natürlich toll. Aber ich glaube, hierfür reicht auch wirklich ein. Ja, genau, der Trupp an Bogenschützen reicht ja vollkommen aus. So. Build more farms. Man hat auch immer irgendwas zu tun, damit einem ja nicht langweilig wird. Wahrscheinlich brauche ich jetzt irgendwie Holz oder sowas. Genau, aber der trägt es gerade nach Hause. Perfekt. So, und hier kommt die nächste Fuhre. Viel, wie gesagt, braucht man nicht an Holz. Würde ich jetzt mal behaupten wollen. Aber. Naja. Und da kann ich sie bauen. Perfekt, aber nicht genug Futter. Was braucht denn der? 700 und der braucht 800. Also brauche ich eigentlich nur Gold. Und ich glaube auch, das ist eine gute Kombination. Wobei so ein Viererblock Bogenschützen natürlich ideal ist. Stellen wir sie wieder dahin. Ihn so als Deko mit dazu. Den Footman. Ja, wir haben gerade das Geld ohnehin. Dann überleben unsere Einheiten länger. Ist natürlich ideal in Verbindung mit unserem... Ja, mit unserem, mit unseren Klerikern. Unseren Heilaffen. So, was haben wir noch? Könnten wir machen. Allerdings. Ach komm. Warum eigentlich nicht? Gut, hier wird alles fleißig weggehackt. Hier der Weg. Ja, sollte man vielleicht nicht komplett durchbuddeln, aber das dauert sowieso noch. Naja, ein bisschen länger, bis das mal passiert. Von daher, alles gut. So, jetzt würde ich gerne wissen... Ach stimmt, hier können ja auch Clairvoyance, ne? Farseeing können die lernen. Wir speichern spaßhalber mal ab. Der ist auch fertig, ne? Sehr schön. Der ist ja unser Bollwerk. Und du kannst mal nützlich machen. Farseeing... ach komm. Warum eigentlich nicht? Dann kommt ihr auch mal mit dazu. Ist also kein Spezialritter oder sowas, sondern einfach nur ein Ritter. Punkt. Was können wir denn? Was brauchen wir noch?
Ja, jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie aber ohnehin. Ja, perfekt. Naja, perfekt ist es nicht. Aber kein Problem. Jetzt haben wir jetzt die zweite Mine. Irgendwann dann die dritte. Dann haben wir halt kein Geld mehr. Das heißt, mit den ersten beiden, die relativ nah dran sind, baut man sich logischerweise schon mal so einen kleinen Vorrat. Und da kommt schon der nächste Nekrolyte. Oder hat aber nicht viel zu melden. Denk an die Nekrolyte. So, und tschüss. Okay, Kollege Heilaffe kümmert sich mal um ihn. Ja, die sind halt so ein bisschen, haben halt ein bisschen mehr Trefferpunkte, deswegen ist es schwieriger mit den Einheiten da an dem Leben zu halten. Vielleicht soll ich noch einen zweiten bauen. Das wäre, glaube ich, mal eine Maßnahme, oder? Weil die brauchen ja beide Mana, dass ich so nach und nach ein bisschen verbraucht. Auch das hier ist schick. Jetzt habe ich hier einen schönen, relativ breiten Eingang gelassen. Ja, Kohle kommt jetzt natürlich nicht mehr so schnell rein. Allerdings brauche ich eigentlich auch... Ja, komm, du hackst mal das hier weg. Das ist natürlich jetzt doof, weil der schon kurz vor am Ende war. Kurz vor am Ende. Genau. Wie machen wir das am dümmsten? Ich warte erstmal auf den nächsten Kleriker. So, diesen voll da. Der nicht so wirklich, aber naja, muss ja auch nicht. Genau, jetzt gehe ich mal einfach mit einem Pferdchen vor. Schnellere Pferde. Ach ja, okay. Schick. Jetzt werden wir gleich wieder nerven. Wir schön auf Zack bleiben. Sein. So, du mal wieder komplett weg. Das ist natürlich super, dass die als Bollwerk jetzt fungieren. So, das war es mit denen. Jetzt ist die Frage, war das die komplette Abwehr von deren Basis? Oder warum greifen die so massiv, an? Oh, der hat aber... Der hat gut gelitten hier, der Kollege. Das heißt, abwarten, bis sie wieder Mana haben. Dann können sie ja mal ein bisschen... Oh, war der falsche, okay. Naja, passiert. Im Eifer des Gefechts. Achso, Farseeing hätte ich auch noch. Aber leider... Doch noch einen weiteren. Ja komm, was soll der Geiz. Und da ich das Geld ohnehin habe, gibt es auch noch gleich einen weiteren Rittersmann. Weil gerade so ein Dreier... Ja gut, hier jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man so einen Durchgang hat, wo sie quasi wie hier... bei so einem Dreierblock mittig angreifen, dann hauen halt alle drauf. Und wenn es dann drei Ritter sind, ja, da freuen sich alle. Naja, alle außer dem Feind vielleicht. 6.000 noch drin, ja, ja. Und hier sind noch 13.000. Das reicht, weil viel mehr brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Denn das sollte eigentlich erstmal genügen. So, Farseeing vielleicht direkt hier irgendwo rein, ne? Wir machen es einfach mal. Ach, das ist Farseeing. Das ist aber ziemlich erbärmlich. Was ist denn nur so ein Bollwerk? Ist das möglich? Ich glaube ja. Aber gut, dann locken wir es einfach weiter an. Da bin ich ein bisschen, enttäuscht. Ich dachte eigentlich, da wäre mehr drin. Ach ja. Gut, dann knüppeln wir erstmal die Kollegen weg. Kann sein, dass dann links oben die Basis ist und hier so ein Trupp aus Verteidigung irgendwie. Ist das machbar möglich? Ja, ich denke schon. So, jetzt Sattle. Die sind immer noch nicht da. Ja, der vielleicht. Dann kriegt man von allen so ein bisschen eine Abreibung. What? Moment, funktioniert das auch wieder, wenn ich so oft anklicke, wie beim Zweier? Ah. Ach ja, stimmt ja. Ja, leider gibt es nicht so viele Einheiten, Typen oder was auch immer. Das ist natürlich ein bisschen schade, denn das war immer ganz witzig, im zweiten Teil vor allem. Ach, da kommen sie. Mit Standard. Oh, sogar diesmal ein Dreier gespannt. Gut, dann anders. Etwa so. So, die unten dürften mithelfen, fleißig. Na, wie ich es mir gedacht habe, sie greifen nicht so an, wie ich das gerne hätte.
Okay, das ist doch mal eine schlagkräftige Armee, würde ich sagen. Den Rest, ja, nehmen wir so mit, irgendwie. Jetzt müssen wir wieder stückweise vorrücken. Das ist halt leider das Problem. Gerade nach Command & Conquer ist das halt wirklich ein bisschen erschreckend, wo man einfach nur so einen Kasten gezogen hat und die ganze Armee hat vorrücken lassen. Hier läuft's anders. Stück für Stück. Man muss natürlich nicht einzeln das Ganze machen. Habe in der Zwischenzeit auch mal einen Podcast gesehen, geschaut, wo sie drüber geredet haben über dieses Spiel. Aber naja, die haben irgendwie, glaube ich, nicht so richtig. Also es war nur Müll. Man kann nur einzelne Einheiten umwählen. Und so weiter. Also nur Quatsch im Grunde genommen gelabert. Fake News. So, die wollen Ärger, den können sie haben. So, sind natürlich jetzt gerade nicht perfekt aufgestellt, aber das macht doch nichts. Oh, da kommt gleich der Nächste. So, mal schön alles zu Brei schlagen. Das finde ich halt so toll an den Menschen. Die halten halt einfach wieder hoch. Und wenn man genügend Soldätchen hat, dann, naja, dann krepiert da auch nicht die ganze Zeit was. Bei den Orks ist es halt eher Massepumpen. Das hat man auch gesehen bei der einen Mission mit den Grunzern. Das war ja nicht ganz so gut. So, Farseeing habe ich trotzdem gern. Einfach nur, um so einen Plan zu haben, wo der Feind ist. Aha, hier vielleicht? Sehr merkwürdig alles. Vielleicht dann doch da, wo ich es vermute. Na? Perfekt. Volltreffer in den Feind. Also doch, wie ich es gesagt habe, dieses Zickzack, dieses S-förmige oder Serpentinenartige. So. Der Trupp ist eigentlich ziemlich heftig. Dann rücken wir mit dem vor. Ach Gott, ich habe ja noch gar nicht die guten. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ja, KI. KI ist auf jeden Fall da. Macht zwar nichts, aber dabei sein ist ja alles, wie man so schön sagt. Und diesen Viererblock, das ist natürlich auch totaler Quatsch. So ist es richtig. Und jetzt haben sie ein Problem. So, der war noch nicht mal angeschlagen, aber der, glaube ich, hat ein bisschen was abbekommen, genau. Primär werden natürlich die Ritter hochgeheilt. Und dann in zweiter Reihe. Ja, die kriegen ja sowieso nicht viel ab. Aber wenn wir vorne dieses Bollwerk haben, dann schon gleich dreimal nicht. Dreh, der Schaden hält sich so ein bisschen in Grenzen. So, jetzt bitte an die Heilung denken. Na, aber das funktioniert doch einwandfrei, oder? Ich finde schon. Schaden ist auch in Ordnung. So, dann rücke ich jetzt mit zwei Blöcken vor. Na, so nicht. Das ist der Block Nummer uno. Das ist Nummer due. Naja. Der weiß auch nicht so recht, was er machen soll. Hat wahrscheinlich keinen Mana mehr. Und die Leichen, auf die hat er auch keinen Bock, die irgendwie zu beseitigen. Ja, 1000. Aber wie gesagt, eigentlich braucht man es ja schon gar nicht mehr. Ich habe ja einen Trupp, der vernünftig funktioniert. Wenn allerdings der Feind, gerade in späterer Mission, wenn es dann noch Katapulte gibt, dann würde ich sowas natürlich nicht machen, weil dann würde hier plötzlich sich irgendwas aufdecken, denn da fliegt ein Geschoss in die Menge und die Hälfte, vor allem auf die ganzen Bogenschützen, sind dann mit einem Schlag weg vom Fenster. Sowas ist dann immer sehr unangenehm. Gibt es da einen zweiten Eingang oder was ist hier los? Weil hier war ja auch ein Gegner. Ja, Schaden. Non-existent. Finde ich super. So, jetzt. Ach, ich bin jetzt schon da. Okay. Ja, der hat ein bisschen gelitten. Macht aber nichts. Jetzt wird mal alle zurückziehen. Mit alle meine ich eigentlich alle. Weil der da unten ist es. So, bitte mal schön gegenheilen. Hallo.
Wer hat noch ein bisschen was Feines? Der hier zum Beispiel, okay. So, die sind alle gut dabei. Stelle ich es natürlich direkt an die Baracke, denn da kommt das heftigste Zeug raus. Und das dürfte gerade bei diesen Haut raus von Rittern nicht lange halten. So, das ist natürlich jetzt nicht so günstig, weil der Weg ist jetzt eben richtig schön lange. Ja, ich mache es einfach mal so, wo ich es eigentlich nicht mehr bräuchte. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das gleich wieder aufbauen. Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. So, schön die Blöcke nach vorne schieben. Man kann natürlich auch die Gebäude hier vernichten, so wie dieses Kernel, dass sie keine... Ja, was ist das? So ein Ogre, so ein Wolfsgehege oder sowas ist das? Dann funktioniert das schon ein bisschen besser mit dem Angreifen, weil dann produzieren sie zur Verteidigung keine Wölfchen mehr. Das ist doch wunderbar. So, gehen wir direkt ins Herz. Ah, da oben können sie auch was produzieren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Denn die Druiden oder die Nekrolyten, viel eher, die kommen da ja raus, aus dem Tempel. Gut, da machen wir zuerst die Town Hall platt. So, und danach dann direkt den Kollegen. Können sie ja schon mal anders positionieren. Ja, ich glaube, die macht es auch nicht mehr lang. Ja, ich weiß nicht, ob sie das gleich wieder aufbauen, aber jetzt drehen sie so ein bisschen durch hier, die Arbeiter. Die können tatsächlich auch angreifen, jetzt zum Beispiel. Aber sie wollen es reparieren, das ist natürlich nett. Ja, da oben machen sie es auch. Ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ne, dann machen wir es anders, dann kriegt jeder ein Gebäude. So in etwa zumindest. Ne, machen wir das erst hier, dass da auch nichts fertig wird. Ja, aber die machen gerade, vielleicht machen die sogar extra geschaden an Gebäuden. Ich glaube, so war das ja auch in späteren in Warcraft 3 so. Ja, das war die fünfte Kampagne, fünfte Mappe. Sehr angenehm. Und jetzt haben wir auch die richtige Kombination aus Ritters und Klerikern. Achso, gut, dann sprechen wir das trotzdem nochmal. Das war dieses. Genau. Und wie passend, wir sind auch Ritter geworden, unser Rang. Also alles supi.